Wir sind Daniel und Elisa. Auf Weltreise mit einem alten Feuerwehrauto fahren wir aktuell durch Kanada. Diese Woche erleben wir die wunderschöne und beeindruckende Natur Kanadas ganz intensiv. Leider aber auch die weniger schönen Momente im Vanlife. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir starten diese Woche in diesem Paradies, das wir gestern entdeckt haben. Pure Einsamkeit, hier ist weit und breit nichts. Wir sind seit Thunder Bay 1500 Kilometer gefahren, nahezu geradeaus. Das war wirklich krass. In den letzten zwei Tagen kam wieder der uns altbekannte Smog dazu, den man auch heute noch überall sieht. Das ist schon ein bisschen besser, aber ja, die Sonne ist immer noch ganz rot. Wir hoffen, dass der sich bald verzieht und wir haben es bald geschafft, noch 100 Kilometer ungefähr und dann sind wir an unserem Etappenziel angelangt, dem Grasslands National Park. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist das nicht eine herrliche Landschaft hier? Ja. Wahnsinn. Und hier dürfen wir frühstücken. Guten Morgen, Sammy. So, eine Hundeleiter hier hoch. Tut mir leid. Auf der Dachterrasse haben Hunde keinen Zutritt. Wir haben uns bereit gemacht und fahren jetzt in den nächstgelegenen Ort. Das sind alles so winzige Orte, die eher wie so kleine Westernstädte aussehen, um das YouTube-Video für Sonntag hochzuladen. Und danach geht's für uns weiter. Da hier immer relativ spontan. Wir haben jetzt 18 Uhr. 18 Uhr? Ups. Als wir vor der Library standen, um unser YouTube-Video für Sonntag hochzuladen, haben uns zwei super nette Kanadier angesprochen und zu sich nach Hause eingeladen auf einen Kaffee. Das haben wir natürlich angenommen und ja, wir haben den ganzen Nachmittag bei den beiden verbracht. Und wir haben auch noch eine Dusche bekommen, eine richtig, richtig tolle Dusche. Frisch geduscht. Und wie ihr sehen könnt. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. So heftig war es mit dem Smog jetzt, glaube ich, noch nie. Also uns brennen beide mega die Augen und ja, es ist auch voll unangenehm im Hals. Wir sind angekommen für heute auf einem Free Campground on Donation Basis, also man kann spenden. Und ja, sieht richtig schön aus hier. Wir essen jetzt noch was und dann geht's ins Bett. Guten Morgen aus dem Grasslands National Park. Nein, wir sind kurz davor. Okay, da vorne fängt er an. Ja. Wir waren vorher schon im Visitor Center und haben uns ein Campground gebucht, weil in Nationalparks allgemein muss man immer auf Campgrounds gehen.
Der war nicht so teuer, der hat 20 Euro gekostet, ist voll okay für uns. Es erwarten uns jetzt ca. 15 Kilometer Gravel Road, also Schotterpiste in die Richtung, mit verschiedenen Stationen, wo man aussteigen kann. Wir fahren jetzt die Stationen ab, bis wir dann bei unserem Campground sind. Und morgen machen wir, wenn der Smog endlich weg ist, vielleicht noch eine Wanderung hier in dem Park. Das ist ein kleiner Trail hier und der heißt Prairie Dog Trail. Und wir haben jetzt schon ein paar Präriehunde hier gesehen. So überall so. Die hier rumflitzen und überall sind auch solche Löcher. Die sind richtig süß. Schnell zurück zum Auto. Sammy ist nämlich noch drin. Das war der einzige Platz, an dem Hunde nicht erlaubt sind, wegen den Präriehunden hier. Und auch deswegen bin ich froh, dass es noch nicht so heiß ist. Aber jetzt schnell zurück. Wir haben es uns für den Rest des Tages hier auf dem Campground gemütlich gemacht und haben hier ein bisschen relaxed. Wir haben einen ziemlich schönen Platz bekommen, ein bisschen ja, separat und mit einer wunderschönen Aussicht. Und das müssen wir, glaube ich, einfach mal genießen. Daniel hat heute wieder seine Spezialität zubereitet. Es gibt Pizza. Wir haben uns noch für einen kleinen Verdauungsspaziergang entschieden und es klart auf. Wenn wir geradeaus nach oben gucken, sehen wir sogar ein bisschen blauer Himmel und alles wird so langsam ein bisschen grüner hier. Also wir haben richtig viel Hoffnung für morgen. Wir haben uns für morgen vorgenommen, dass wir richtig früh aufstehen wollen, um hier einen ungefähr vierstündigen Trail zu laufen, den wir unbedingt laufen wollen, aber wir eben das Problem mit der Hitze haben, auch mit Sammy. Wir können ihn nicht im Auto lassen und wenn es halt so richtig heiß wird, hier ist kein Schatten, ist das natürlich auch nicht so optimal für den Hund und für uns auch nicht. Deswegen haben wir uns entschieden, wir wollen morgen um 5 aufstehen oder sogar noch früher und diesen Trail laufen, dass wir vor der großen Hitze wieder zurück am Auto sind.
Hund schon zuhören. Hätten wir ja jetzt schon loslaufen können. Schon ein bisschen früh, oder? Ja. Hier gibt's schon Frühstück. Wir haben es geschafft. Es ist 6 Uhr und wir starten in den Trail. Der Plan ist aufgegangen. Genau. Es gibt noch eine Sache. Wir haben in den Wetterbericht gecheckt und auch noch mal gefragt hier beim Park. Es soll heute noch Sturm geben. Ab 9. Wir brauchen 4 Stunden anscheinend für die Wanderung. Und ja, also mal gucken, wie sich der Wind entwickelt. Ich hoffe, wir müssen nicht umdrehen, weil die Frau vom Nationalpark gesagt hat, oh, du willst nicht der höchste Punkt sein hier, wenn es stürmt. Hier gibt es nicht so viele Hohes. Ja, hier gibt es nicht so viel Hohes. Ja, wir werden sehen, jetzt starten wir mal. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber hier im Hintergrund heulen Kojoten. Die soll es hier nämlich auch geben. Gipfel-Feschbar. Wir haben leider nichts mehr gehabt im Van, deswegen gibt es nur das, was noch im Kühlschrank war, und zwar Eier und Blaubeeren. Noch die 2 roten Stühle auf dem Berg. Und apropos Berge, vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Berg-Emojis in den Kommentaren für meinen Mut von letzter Woche. Ich habe mich echt sehr gefreut. Sind hier zwar keine hohen Berge, die man erklimmen muss, aber es geht die ganze Zeit hoch und runter. Also ich glaube, hier macht man auch seine Höhenmeter. Eindeutig, warum es Grasland heißt. Ja. Ist gut, dass wir so früh losgegangen sind. So langsam wird es warm. Und hier gibt es keinen Schatten. Da hinten ist es. Unser Auto. Sammy, hast du die Klimaanlage schon aktiviert? Kleiner Fun Fact, ich habe die ganze Zeit gedacht, Gott sei Dank, unter anderem deswegen sind wir so früh los,
weil noch gar keine Leute da sind und es fühlt sich an, als wären wir hier völlig einsam. Kuno ist das einzige Auto auf dem Parkplatz. Wir sind komplett einsam. Ja, kein Mensch da. Die ganze Prärie vor uns. Ja, und nicht mal die Bisons sind da. Ich weiß gar nicht, wo sie sind. Ja, das ist ein bisschen schade, ja. Traurig. Hier gibt es nämlich Bisons, nicht mehr so viele. Wir sehen hier überall die Hinterlassenschaften von denen. Wir haben Tonnen von Bison-Kacke gesehen, aber keinen einzigen Bison. Das ist ein bisschen schade. Aber schön war es trotzdem. Absolut. So, geschafft. Juhu. Wir haben jetzt 9.30 Uhr. Ja, also 3,5 Stunden gebraucht und es waren genau 11,5 Kilometer. Mit Kamerastops, mit, ne? Mit Kamerastops, ja. Das ist quasi eine Bewegungssteigerung um 100% zu unserem letzten Fahrtag. Ja. Auch verdienen nach der Wanderung. Ich würde auch sagen. Bei der Aussicht ist der Wahnsinn hier. Und merkt, dass der Wind jetzt richtig zunimmt. Ja. Ich glaube, das wird schon noch ganz schön stürmisch heute. Ich trinke jetzt aber schnell meinen Kaffee, bevor er weggeblasen wird hier. Mittlerweile unser, wie viel der Anlauf für den Übernachtungsplatz heute? Vierter, glaube ich. Ja. Der vierte Anlauf und 300, 400 Kilometer. Jetzt sind wir, ja. Also entweder es waren natürlich No-Overnight-Schilder oder eins war Danger, Lebensgefahr, Überflutungsgebiet, Keep Away. Hier sind wir jetzt, hier ist auf einmal ultra der Sturm und in der Luft ist richtig viel Sand, also auch total unangenehm hier zu bleiben. Ja, jetzt fahren wir nochmal 100 Kilometer, mal gucken, ob das Wetter bis dahin vielleicht ein bisschen besser ist. Wir haben mittlerweile auch einen Roadfood-Stop bei McDonald's eingelegt, weil wir so Hunger hatten. Ja. Also wir haben jetzt mittlerweile keinen Smog mehr, sondern jetzt ist es wirklich der Staub. Das ist nämlich eine super trockene Gegend hier. Und es sieht eigentlich aus wie vorher mit dem Smog, nur dass jetzt alles voller Staub ist. Mittlerweile hat es hier im Auto 35 Grad und die Sonne knallt noch vom Himmel. Aber wir können oder wir sollten die Fenster, glaube ich, nicht aufmachen, wenn es so stürmt und wir am Seitenwind. Das Auto schlängelt sich hier richtig über die Straße und alles knarzt ganz komisch. Ja, aber jetzt sind wir schon auf der Straße und müssen ja bis zum nächsten Stop fahren. Ne? Ja, mit dem Vollgas kann ich nur 65 fahren. Oh, was für ein Tag wieder, ey. Hier hat es wohl ganz schön gestürmt. Auch. Ja. Da vorne ist sogar ein richtiger Ast runtergefallen.
Also wir haben mittlerweile 19.30 Uhr und noch keinen Übernachtungsplatz gefunden. Dafür aber eventuell eine Möglichkeit zu duschen. Was für ein verrückter Tag. Gestartet mit einer richtig coolen Wanderung, dann wollten wir nur 250 Kilometer ungefähr fahren. Jetzt sind es glaube ich mittlerweile 500 geworden. Und jetzt gibt es vielleicht noch eine Gratis-Dusche. Mal gucken, Elisa kommt gerade zurück. Mal gucken, was sie gesagt bekommen hat von ihrem Besuch da drin vom Visitor Center, glaube ich. Und wie sieht's aus? Gibt's Duschen? Ja. Juhu! Die sind for free. Cool. Wir können gleich vorfahren und duschen. In Dinosaur Provincial Park, wo wir jetzt hinwollen, gibt's auch Duschen, aber die sind noch 40 Minuten von hier entfernt. Und das ist halt ein Paid Campground. Ja, das würde ich sagen. Aber der hat bis 9.30 Uhr hätte der offen. Ja, duschen wir hier und fahren zum Walmart. Okay. Ich glaube, es reicht zum Fahren heute. Ja? Ja. Also mir reicht's. Okay. Gut. Und? Hat sich die Dusche gelohnt? Der Stopp hier. Ach, so schön. Oh, nach so einem Tag, hä? Ist so eine Dusche schon herrlich. Also, dann gehe ich auch gleich. Jetzt kann kommen. Komme, was wolle. Ja. Frisch geduscht. Ist das herrlich? Versöhnt mit dem Tag. Herrlich. Total herrlich. Machen wir uns jetzt auf den Weg zu Walmart. Weitere 10 Kilometer und hoffen, dass wir da einen Platz für die Nacht finden. Aber Walmart hat uns selten enttäuscht, oder? Ja. Wir haben es geschafft, wir sind angekommen. Und hier bleiben wir für die Nacht. Und hier bleiben wir für die Nacht. Uhr. Wir verlassen unseren Walmart-Parkplatz und suchen einen neuen Schlafplatz. Hier ist wohl die hippe Inn-Szene der gesamten Dorfjugend hier. Hier machen die so lustige Sachen wie mit den Autos richtig laut angasen, rumrasen, sich gegenseitig in Einkaufswegen rumschucken. Ja, richtig geil. Jetzt machen wir uns halt wieder auf die Suche nach einem neuen Schlafplatz. Nachdem wir jetzt nochmal eine Viertelstunde durch die Stadt gekurft sind, haben wir uns jetzt hier zu so einem Baseballfeld gestellt und hoffen, dass wir hier vielleicht schlafen können. Drückt uns die Daumen und eine gute Nacht. Hier ist ziemlich stürmisch, windig. Aus dem Dinosaur Provincial Park. Wir haben die Nacht überlebt, es war relativ laut. Ich glaube, ihr versteht uns gar nicht. Ihr versteht uns gar nicht. Wir zeigen euch mal, wo wir sind. Thank you.
von Farnen, Palmen und Dinosauriern bedeckt. Eine riesengroße tropische Landschaft. Könnt ihr euch vorstellen, warum es hier Badlands heißt? Ein Kampf hier die Türe zuzumachen, wenn es so windet. Okay, wir fahren jetzt ins Infocenter und gucken mal, ob es vielleicht einen kleinen Trail gibt, den wir hier heute laufen können. Das ist ja Wahnsinn, der Wind. Wir waren im Visitor Center. Wir haben eine coole Karte bekommen. Man kann hier einen Loop fahren und immer wieder aussteigen und kurze 1 bis 2 Kilometer Wanderungen machen. Und ich glaube, das kriegen wir hin, oder? Ja. Vorher stärken wir uns aber noch mit Pizzaresten. Pizza, Leftovers. Okay, auf zum ersten Trail. Ah ja, da geht's lang. Oh. Schön warm. Klapperschlangen, Skorpione und schwarze Witwe. Oh, wieder eine gefährliche Runde. Sowas auch mal in Europa erleben wollt. Es gibt in Spanien eine Wüste, die heißt Bardenas Reales. Wir schreiben es mal unten in die Kommentare rein. Da sieht es so ähnlich aus. Diese beeindruckende Kulisse, um uns von euch für diese Woche zu verabschieden. Ihr wisst, wie jedes Mal, lasst uns ein Abo da. Damit unterstützt ihr unseren Kanal und sorgt dafür, dass wir unsere Videos immer besser machen können. Oder kommentiert oder lasst ein Herz da. Wir freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis nächste Woche. Ciao! Für uns gibt es jetzt noch einen Kaffee. Dann geht's weiter und zwar haben wir jetzt rangezoomt. Wieso? Oh, da ist schon wieder eine. Das gibt's doch nicht. Oh Mann. Ich muss weiter wedeln. Bin ich arg rot.
Ich gucke irgendwie die ganze Zeit auf den Boden, weil es hier definitiv Klapperschlangen gibt. Ja, es heißt zwar, dass die Schlangen immer schon spüren können, durch die Schritte und die Vibrationen im Boden, wenn jemand kommt. Aber ich denke immer, ja, wer sagt denn, dass es nicht mal auch irgendwie, keine Ahnung, eine defekte Klapperschlange gibt, die das vielleicht nicht checkt oder einen schlechten Tag hat.